Herz, das pumpt der Blut in den Körper. Und wenn du rennst, dann pumpt es noch gestörter. Weißt du, was du darfst verlieren? Es ist die eine von den Nieren. Ich bin mal ganz spontan in so einen Slam gestolpert, in so einen Poetry Slam. Hast du den extrem faszinierend gefunden? Denkst, muss mich gerade am nächsten anmelden? Habe ich den gemacht? Ich meinte, ich kann es auch. Hast du nicht können? Plötzlich überlegst du, ob du Kind willst. Und wenn ja, wie viel? Mit wem? Ich arbeite als Primarlehrer und das ist natürlich extrem inspirierend, weil Kinder, Eltern, junge Lehrer machen eigentlich jeden Tag irgendetwas Lustiges oder etwas, was wert ist, zum Aufschreiben und erzählen. Im Turnen. Die ganze Klasse in der Turnhalle, nur der Marco fehlt. Du rufst den Gang raus und von dort aus tönt es, da bin ich, und der Marco. Säckchen in die Turnhalle rein, splitterfasernackt, eine ganze Runde um den Geist der Mitschülerinnen und Mitschüler rum. Schlau darfst du die Kinder ja nicht mehr. Also nimmst du Gitarre für. Wir haben wahrscheinlich viel gemeinsam. Der einzige Unterschied ist, dass er einen Bart hat und ich nicht. Oh Bart, oh Bart, oh Bart, du des Mannes Kern. Wieso, mein Gott, bleibst du mir nur fern? Ich stehe vor meinem Spiegelbild, ich hätte dich so gern. Ich warte vor meinem Spiegelbild, du bist mein einziger Stern. Ich bin einmal um 20 Poetry Slam Schweizermeister geworden, ganz am Anfang, als ich recht frisch angefangen habe. Und jetzt mittlerweile auch in der U20. Das ist natürlich wahnsinnig toll, das ist eine super Werbung. Gerade jetzt, wo wir mit dem Magam unterwegs sind. Ich habe von Anfang an gewusst, dass ich nicht allein so ein Programm auf die Beine stellen will. Ich habe von Anfang an gewusst, dass ich einen Regisseur dabei habe. Und vor allem, dass ich einen Soundchef dabei habe. Er macht ja Geräusche zu den Texten, die ich mache. Es stört, dass ich beschlossen habe, dass sie zusammen ein neues Programm machen. Die Schweiz hat es geheißen. In diesem Programm, das wir jetzt haben, geht es ums Erwachsenwerden. Und irgendwie so mit 22 merkst du, hey, jetzt bin ich glaube, langsam erwachsen, aber ich fühle mich gar noch nicht so. Plötzlich bist du 22 und sitzt im Lehrerzimmer am Käfeln. Der Waffenmann schwingt gerade Rede über den Lehrplan 21. Niemand kommt raus. Die Taz-Lehrerin sitzt deprimiert in der Ecke. Niemand interessiert es. Sozialarbeiter hat Gipfeli mitgebracht, aber niemand hat Hunger. Und Frau Stoll ist draus am Kiffen. Es ist einfacher, zusammen zu funktionieren, weil man sich kennt. Und man hat nicht so die Distanz, die man nicht so kennt. Sanchif? Ja? Hörst du mich? Ja? Ja, du hast behauptet, dass der Batman fliegen kann. Ja, das stimmt nicht. Stimmt nicht. Ja. Aber doch, er kann. Nein. Doch. Super, das habe ich gar nicht gemeint. Das haben wir irgendwann mal. Weisch! Du musst sparen, sparen, sparen. Du musst Geld in den Sparschwein tun. Wie hast du das vorgestellt? Wenn man Häuschen und Kinder willst. Du musst sparen, sparen, sparen. Die Leidenschaft ist für mich, wenn ich merke, dass ich zwar eigentlich am Arbeiten bin, dass es Arbeit ist, was ich mache, aber sich nicht wie Arbeit anfühlt. Der Sparfuchs zeigt nach dem Einkauf ganz stolz den Kassenzettel und sagt, hey, merkst du etwas? Merkst du etwas? Ich habe im Fall mehr Geld gespart, als ich eigentlich ausgegeben habe.